Hallo, mein Name ist Dr. Carsten Vorweg. Ich bin Hausforscher hier am LVR Freilichtmuseum in Kommern. Und heute zeige ich Ihnen die Milchbar. Die Milchbar haben wir vor anderthalb Jahren ins Freilichtmuseum geholt, am Stück. Und zwar den Teil, den man hier hinter mir sieht. Und wir haben in den letzten Monaten sehr viel hier gewerkelt und es hat sich schon sehr viel verändert. Und zwar haben wir an der Seite den historischen Anbau ergänzt, da wo der Billardraum war. Und der Anbau ist schon im Prinzip erstellt und wird jetzt von innen ausgebaut. Viel spannender aber ist das, was in dem historischen Teil, den wir am Stück mitgenommen haben, passiert. Und das gucken wir uns jetzt drin mal an. Ja, wir sind jetzt hier im historischen Teil der Milchbar aus Brühl, im Innenraum an der Theke. Und im Thekenbereich gibt es ganz spannende Befunde, die wir hier entdeckt haben. Und das Schöne ist, dass wir diese Milchbar in einem Stück mitgenommen haben. Und dadurch haben wir sehr viele Originalbefunde, die wir jetzt nachvollziehen können, die uns sehr viele Informationen darüber geben, wie die Milchbar ausgesehen hat in den Anfangsjahren und sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und zwar hatten wir relativ früh auf historischen Fotos der Milchbar vom Eröffnungstag gesehen, dass hinter der Theke ein Wandgemälde gewesen ist. Dieses Gemälde war aber zum Schluss nicht mehr zu sehen, weil es nämlich verhängt war mit einer Wand, die davor gesetzt wurde, die dann später tapeziert wurde. Und diese Wand haben wir vorsichtig wieder abgenommen und haben dann tatsächlich dieses Wandgemälde aus der Eröffnungszeit der Milchbar 1955 wiedergefunden. Und dieses Gemälde wird jetzt restauriert, genauso wie die anderen Wände. Auch da haben wir überall Befunde gefunden von alten Tapeten, von früheren Fassungen der Wand, Farbfassungen und werden die auch, soweit es geht, wieder freilegen. Wir haben eine hier in der Ecke, ein Wandgemälde, was wir wieder freigelegt haben, was wir auch restaurieren werden und im Ursprungszustand wieder zeigen werden. Und an anderen Stellen haben wir alte Tapetenreste, die wir auch erhalten und nachher den Besuchern zeigen können.